Bendito que llegó, que cerrara la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca. So, heute soll es nochmal um Teichbehandlung mit EM gehen. Wir haben dazu ja schon ein Video aufgenommen und das ist noch eine kleine Ergänzung dazu. Speziell soll es auch um die Möglichkeit gehen, zusätzlich zu EM noch andere Sachen zu machen, zum Beispiel Wasserpflanzen in den Teich zu setzen. Und wir hatten hier sehr großen Erfolg mit der Krebsschere und die werden wir jetzt auch als kleines Sonnenangebot eine Weile verkaufen, 5 Euro die Pflanze. Solange sie reichen, ich habe vielleicht hier so 50 Stück im Teich, dann werden wir gucken, wie lange unser Vorrat reicht, bis sie das gekauft haben. Genau, und zwar geht es darum, EM alleine sorgt ja nicht für einen klaren Teich. EM sorgt dafür, dass keine Fäulnis in dem Teich vorkommt, dass Faulschlamm umgewandelt wird. Man kann das sehr schön sehen, dass man mit EM Erfolg hatte, wenn man vorher den Schlamm anfasst und riecht und nach einer EM-Behandlung ein paar Wochen danach am besten den Schlamm mal hochnimmt und riecht. Und typischerweise riecht er vorher nach faulen Eiern, also richtig intensiv streng, sodass man das auch kaum von den Fingern gewaschen kriegt. Und nach ein paar Wochen riecht er eher erdig, neutral, nur noch mild. Und das ist das Ziel. Und dann wissen wir auch, dass wir mit EM eigentlich alles erreicht haben, was wir mit EM erreichen können, nämlich Fäulnis verhindert haben. Und wenn wir Fäulnis verhindern, dann heißt das wiederum, dass Fische sich wohler fühlen, weil Fäulnisprozesse ja Gifte produzieren, Schwefel, Wasserstoff, Ammoniak und so weiter. Das heißt, dass die Pflanzen sich wohler fühlen und besser wachsen und die ganze Biologie besser funktioniert, Schlamm zum Teil abgebaut wird und das wiederum führt dazu, dass die Wasserpflanzen so gut arbeiten, dass so viele Nährstoffe entzogen werden im Teich, dass der Teich klar wird. Also EM hilft nicht gegen Algen, von wegen EM rein und Algen sind weg, so funktioniert es nicht, sondern EM vermindert die Fäulnisprozesse im Teich, das hilft den Fischen und den Wasserpflanzen und das wiederum eliminiert die Nährstoffe schneller, werden von Wasserpflanzen aufgenommen oder von der anderen Biologie eliminiert und dann steht für die Algen nicht genug Nährstoffe zur Verfügung, dann wird der Teich klarer. Das ist eigentlich der Wirkungszusammenhang und da ist schon klar, dass bei Teichen, die sehr nährstoffreich sind, also ein Abwasserteich, wie der hier lange Zeit war, mein Teich, aber auch ein Teich, wo stark Fische gefüttert werden, ein Teich, wo einfach über die Jahrzehnte viel Nährstoffe, viel Schlamm sich angesammelt hat, dass die nur mit EM alleine oft nicht klar werden. Die brauchen dann entweder noch Filter oder eben Wasserpflanzen, also noch eine Biologie, die das noch unterstützt. Filter funktionieren mit EM auch besser. Auch die funktionieren mit einer milchsauren fermentierenden Mikrobiologie besser als mit unter Belastung mit Fäulnisprozessen, weil auch die Biologie in dem Filter eine ganz große Rolle spielt. Deswegen haben wir auch jetzt große Erfolge gehabt in Koi-Teichen, dass wir da ja, anders als alle anderen Produkte es geschafft haben, auf dem Markt, zum Beispiel Oase oder andere Produkte, die da angewendet wurden, dass ein Koi-Teich perfekt glasklar wurde, kaum noch Algenwachstum zeigte, dass die Filter gut funktionieren und dass die Fische deutlich weniger Futter brauchen, nur noch die Hälfte und zum Teil schneller wachsen. Und das wurde erreicht eben nur durch EM-Einsatz und durch die Filter. Also ein Koi-Teich, der eigentlich keine Wasserpflanzen hat, aber starke Filter und auch die funktionieren mit EM besser. Genau, und was war die Wasserbehandlung mit EM? Das sage ich nochmal ganz kurz. Das geht los mit EM. Wir haben hier einen 20 Quadratmeter Teich, also auf den kommen 2 Liter EM. Das ist diese Flüssigkeit hier in den Kanistern. Das ist diese Art Sauerkrautsaft, der direkt diese milchsauren und anderen Mikroorganismen enthält, die Fäulnis unterdrücken. Das zweite ist Zeolit. Zeolit ist ein Gesteinsmehl, was nochmal die Mikrobiologie anregt, Fäulnisstoffe bindet, aber auch Nährstoffe bindet, also auch etwas direkter gegen Algen wirkt, weil es Nährstoffe rausnimmt aus dem Teich und in Sediment legt. Und das dritte ist EM-Keramikpulver. Das ist quasi der Garantie dafür, dass es lange so bleibt, dass man nicht jede Woche neue EM reinschmeißen muss im Normalfall, sondern dass EM-Keramikpulver mit 10 Gramm pro Quadratmeter
wird, sorgt dafür, dass die Information, diese EM-Information, ständig an das Wasser abgegeben wird. Da ist EM eingebrannt in die Keramik. Der Wirkungsweg ist nicht ganz klar, aber in der Praxis zeigt sich, das Material kann ständig in seiner Umgebung eine EM-ähnliche Mikrobiologie fördern. Und das wiederum sorgt dafür, dass der Teich langfristig in dieser positiven milchsauren Mikrobiologie bleibt und nicht wieder zurückkippt in die Fäulnis. Deswegen also auch immer EM-Keramik und als günstigste Form immer das EM-Keramik-Pulver. Und für unseren 20 Quadratmeter Teich wären das 2 Liter Triatera Aktiv, 2 Kilogramm Zeolit, das hier sind 4 Kilogramm im Eimer, und 200 Gramm EM-Keramik-Pulver. Genau. So, und was kann man eben noch dazu tun, wenn man so viel Nährstoff im Teich hat, dass EM zwar Geruch vermindern kann oder Geruch weg ist, man wieder einen guten riechenden Schlamm hat, dass man gesunde Fische hat und gesunde Pflanzen, aber trotzdem sind noch so viele Nährstoffe da, weil einfach von Anfang an zu viel da sind oder man zu viel Fische füttert, dass der Teich trotzdem nicht klar war. Und das war hier bei meinem Teich auch der Fall für einige Zeit, weil das nämlich ein Abwasserteich war, der eine Zeit lang das Hausabwasser aufgenommen hat. Und da gibt es die Möglichkeit, einfach mehr Wasserpflanzen reinzubringen. Schön ist natürlich Schilf und alles, was irgendwie da einen Wurzelballen bildet, aber einfach, das ist mitunter mit Umbaumaßnahmen verbunden, ganz einfach ist es aber, ins freie Wasser schwimmende Wasserpflanzen zu schmeißen. Und ich habe mir alles Mögliche schon aus allen möglichen Teichen zusammengeholt und an Wasserpflanzen reingebracht in den Teich. Was sehr gut funktioniert hat und was mein Teich jetzt schön überwuchert hat, sind Krebsscheren. Krebsscheren, lateinisch, Stratiotis aloides. Ist eine unter Naturschutz stehende Teichpflanze, die auch im Auengewässern und so vorkommt, also in flachen, nicht fließenden Gewässern. Braucht so Wassertiefen 30 cm bis 1,50 cm, also kann eigentlich in allen Gartenteichen gut klarkommen. Und man sieht jetzt hier, dass die Krebsschere an der Oberfläche ist. Die kann aber auch untergehen. Das steuert sie. Im Winter geht sie unter, schützt sich vor der Kälte und bildet Überwinterungsformen. Und im Sommer, im Frühjahr kommt sie wieder hoch und fängt hier an zu wachsen und zu blühen und bildet dann so kleine Ausläufer und verbreitet sich so über den ganzen Teich. Also vor 2 Jahren habe ich hier vielleicht 1-2 Pflanzen reingesetzt und heute ist der ganze Teich überwuchert. Perfekt. Und das hat auch dazu geführt, dass der Teich dieses Jahr wirklich sehr klar war. Locker 1 Meter, wir haben hier nur 1 Meter Tiefe, meistens, also 1 Meter Sichttiefe hatten wir auf jeden Fall, dass wir da noch sehr gut den Grund sehen konnten. Genau, und deswegen würde ich gerne Krebsschere mit anbieten, denn eine sehr gute Variante, Nährstoffe aus dem Teich rauszuholen und den Teich damit eben langfristig von Nährstoffen zu entlasten, ist das aufgewachsene Material, sei es Schilf, sei es Wasserpflanzen, die im Pflanzen schwimmen, kann auch Fadenalgen sein oder so, dass man das eben rausfischt und zum Beispiel im Garten zum Mulchen verwendet oder eben kompostiert. Oder bei der Krebsschere habe ich gelesen, man kann das sogar füttern an Schweine zum Beispiel. Also sogar ein gutes Tierfutter. Dass man das rausholt aus dem Teich, damit die Nährstoffe rausholt. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn ich meine Krebsscheren sowieso aus meinem Teich rausholen muss, dann kann ich sie doch gleich nochmal mit anbieten und anderen Leuten auch die Chance geben, ihren Teich mit diesen Krebsscheren überwuchern zu lassen und damit klares Wasser zu bekommen und Nährstoffe rauszukriegen aus dem Teich. Ganz spannend ist noch bei der Krebsschere, dass es spezielle Libellen gibt, die nur auf dieser Krebsschere laichen. Und das ist auch ein Grund, warum es unter Naturschutz steht. Und das ist enorm wüchsig, es braucht zwar so ein Jahr, um richtig in Gang zu kommen, aber dann eben macht es gerne so reinbestellen und überwuchert den ganzen Teich. Da können sich wunderbar Frösche verstecken, Fische drin rumschwimmen,
die Blätter sind ein bisschen scharfkantig und sehr stabil, so ein bisschen wie Aloe Vera, aber eben im Wasser. Genau, und jetzt zeige ich mal, wie ich eine Krebsschere aus dem Wasser rausnehme und wie wir sie dann auch versenden würden. Wir packen sie dann zusammen und packen sie in eine Tüte und würden sie zu Ihnen schicken. Und dann sollte sie auch sofort wieder ins Wasser reingesetzt werden. Muss aber nicht irgendwie gepflanzt werden oder so. Einfach rein an eine geeignete Stelle, 30 Zentimeter bis 1,50 Meter tief. Und da wird sie sich dann akklimatisieren und im nächsten Jahr dann voll loslegen, wenn sie das jetzt zum Beispiel im Sommer, Herbst noch einsetzen. So sieht die Krebsschere also aus, kann also doch, was sind das, 50, 60 Zentimeter groß werden. Man hat gesehen, da sind auch noch ein paar Wurzeln dran, die sich in den Schlamm ziehen, aber nicht wirklich fest verwurzeln. Die kann man also problemlos rausziehen. Die bildet der auch neu, das heißt, die Wurzeln haben wir abgemacht. Wir wollen ja möglichst wenig Nährstoffe in den nächsten Teich eintragen. Sprich, da werden sich die Wurzeln wieder neu bilden nach einer Zeit. Und so wie die Pflanze jetzt ist, werden wir sie zusammenrollen und in eine Tüte packen und dann zu Ihnen schicken. Die ist normalerweise innerhalb von 1-2 Tagen, also nach Bestellung vielleicht 2-3 Tage bei Ihnen. Und dann, wenn sie bei Ihnen ankommt, wirklich sofort wieder in den Teich so reinschmeißen und warten, was passiert. Den Rest macht die Krebsschere selber, man muss sich da eigentlich nicht drum kümmern. Die senkt sich, wie gesagt, im Winter ab und kommt im Sommer oder im Frühjahr wieder hoch. Ja. Das ist eine leichte Möglichkeit, die Biologie im Teich zu verbessern und noch was vielleicht für den Naturschutz und seltene Tierarten beizutragen, nämlich eben diese speziellen Libellenarten. Und das verkaufen wir jetzt im Shop, solange der Vorrat reicht. Wie gesagt, hier sind vielleicht 50 Pflanzen drin für 5 Euro. Sind nicht alle Pflanzen so groß, da kann auch mal eine kleinere dabei sein. Aber keine Sorge, die fangen an zu wuchern und innerhalb von 1-2 Jahren den Teich zu übernehmen. Viel Spaß damit!